Willkommen zurück zu SFS Sonnensystem. Heute haben wir einen weiteren Mond, und zwar einen Mond von Polon. Es wird ein ganz gewöhnlicher Gesteinsmond sein. Heißt, er wird relativ große Ähnlichkeiten mit unserem Mond haben und natürlich auch mit Merkur. An sich muss ich sagen, ist jetzt nicht besonders Spannendes dabei, aber ich finde auch, nicht jedes Objekt muss unbedingt spannend sein, damit man da einmal hinfliegt. Deshalb könnte es sein, dass dieses Video erstaunlich wenige Aufrufe bekommt oder so. Aber okay. Vielleicht hört ihr es, vielleicht auch nicht. Ich bin momentan ein bisschen krank. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Dementsprechend könnte meine Stimme ein bisschen anders klingen. An sich hoffe ich, das stört euch nicht allzu sehr. Wir machen gerade die Form und das ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu hell. Machen wir das mal vielleicht so auf 110 oder so, vielleicht auf 120. Ich bearbeite die einfach hier. 0, 0, 0, so. Das sieht ganz okay aus. Dann wieder die Größe und die Position. Und jetzt werde ich hier einige Krater hinzufügen, verschiedene Größen. So, und da haben wir auch schon die Textur. Das ging tatsächlich relativ schnell. Ihr seht, ist jetzt nicht wirklich was Besonderes. Ist einfach, ja, ist grau und noch ein paar graue Punkte. Einmal die großen Flecken. Das sollen sehr alte Krater sein. Sehr alte, große Krater vor allem. Und die kleineren Punkte sind eben etwas, ja, kleinere Krater eben. Und ich habe natürlich auch die Farbe ein bisschen variiert. Und das speichern wir auch mal als Projekt. Und zwar heißt dieser Mond Aridus. Und dann speichern wir das nochmal als Bild. Sehr schön. Und dann gehen wir hier rüber zu The Archiver und zu Pixel Lab. Dann sagen wir umbenennen. Und Aridus, so, ausschneiden. Und dann gehen wir hier hin, Files, Custom Solar Systems, Flaggaro System, Texture Data und fügen das ein. Und als Vorlage geben wir hier mal ein Example rein. Und ich würde wahrscheinlich Merkur nehmen und den dann ein bisschen kleiner machen. Also wir markieren das, kopieren das, gehen rüber in Flaggaro-System und fügen das da ein. So, Merkur, umbenennen, Aridus und da, das ist. Dann öffnen wir das. Und da sind wir in Quick Edit. Ich würde vielleicht die Launchpad Position schon mal verschieben. Also hier auf Aridus. Und da machen wir mal 1000, 100.000 glaube ich. Das speichern wir auch. Und dann ändern wir das hier auch mal. Nicht unbedingt auf 120, aber vielleicht auf 90. Gravitation. Ich würde das tatsächlich relativ hoch lassen. Dann hat man eine sehr gute Möglichkeit, um einen Gravity Assist zu machen. Ich würde das vielleicht ein bisschen kleiner machen. Machen wir mal so 2,7.
Time Warp Height. Ja, ich lasse das erstmal so. Die Farbe wird wahrscheinlich, also Map Color wird wahrscheinlich schon gut passen. Und hier nehmen wir natürlich Aridus. Und Planet Texture Cutout machen wir 0,95. Dark Dust, Hard Rocks, Soft Rocks, das lassen wir alles mal. Terrain Formula, ich würde die Oberfläche gern ein bisschen hügeliger machen. Also machen wir das mal hier auf 370, 120 und das hier vielleicht auf 20 oder so. Dann das hier auf 3, ja, das lassen wir einfach so. Texture Formula, keine Ahnung. Das lassen wir einfach so. Post-Processing wird wahrscheinlich genauso bleiben. Aber hier machen wir einmal Polon. Und da weiß ich tatsächlich nicht, wie hoch man das machen könnte. Ich würde ganz gerne mal schauen, wo ist Polon da? Der Radius ist auf jeden Fall bei 2,5 Millionen. Also wir sollten das höher machen als das. Machen wir mal 4 Millionen. Exzentrizität. Okay, das ist irgendwie auf 0,2, warum auch immer. Und das machen wir auch auf 0,0. Und dann würde ich das Ganze mal speichern. Und dann gehen wir rüber in SFS. Okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Wir sind wieder... Ah, nee, doch nicht. Moment. Oh, wir sind mitten in den Ringen vom Polon drin. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich würde das vielleicht noch ein paar Millionen Kilometer raussetzen. Die Oberfläche ist noch nicht ganz so hügelig, wie ich es mir erhofft habe. Auch wenn das schon recht stark hügelig ist, würde ich schon sagen. Ja. Wir sind auch ziemlich nah dran. Also da müssen wir definitiv was ändern. Und die Rakete ist einfach immer noch da. Okay. Also wir verändern das auf jeden Fall. Wir machen das. Ja, vielleicht sogar 10. Vielleicht sogar 10 Millionen Meter. Also da gibt es schon noch was zu verändern. Also einmal zurück. Und dann machen wir hier raus 10 einfach. Launchpad Position würde ich tatsächlich weiter nach unten setzen. Also wir waren 10 Kilometer über der Oberfläche. Machen wir mal so 92.000. Sollten etwa 2 Kilometer über der Oberfläche sein. Das speichern wir auch mal. Und ansonsten war es eigentlich schon ganz okay. Ja, stimmt. Die Oberfläche wollte ich noch ein bisschen stärker machen. 380, 130. Und dann wieder rüber. Und spielen wir weiter. Ja, jetzt sind wir definitiv weiter weg. Oh, aber ich bin in der Luft. Und wo sind die Ringe? Ja, okay, wir sind schon eine ganze weite Strecke jetzt entfernt. Und wir fallen auch gerade. Deshalb würde ich mal gucken. Ja, wir sind immer noch relativ weit drinne, muss ich sagen. Also ich meine, wir sehen ja hier den Einflussbereich. Aber an sich ist eigentlich ganz okay. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen höher setzen. Ich mach mal zurück zum Flug. Huch. 830 Kilometer über der Oberfläche. Da habe ich was falsch gemacht.
Ja, okay, ich hab nur 0 zu viel hier drin. Okay, und das hier würde ich dann doch nochmal ein bisschen höher machen. So auf 15. Also es war schon relativ weit weg, aber man könnte es noch ein bisschen weiter wegmachen. Shadow Intensity würde ich mal runternehmen. Also man hat das so leicht gesehen, das war auf einer Seite sehr hell, so weiß schon. Auf der anderen Seite war es sehr dunkel. Deshalb mache ich das mal ein bisschen schwächer. Ansonsten hat das ganz gut geklappt. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir 1,5 Kilometer etwa über der Oberfläche, also immer noch ziemlich weit. Es sieht auf jeden Fall schon besser aus. Also es ist schon ziemlich hügelig, muss man sagen. Sehr starke Krater. Und da haben wir Aridos. Finde ich ganz gut. Das ist tatsächlich sogar leicht braun. Also ich würde das doch vielleicht noch ein bisschen ändern. Ja, das ist ganz gut. Ich zoome mal hier raus. Ja, das finde ich ganz okay. Daher würde ich das noch einmal verändern. Also die Höhe vom Launchpad auf 1500 weniger. Also haben wir hier quasi. Oje, Mathe. Müssen das hier auf jeden Fall runter machen. Das da. Und so. Das sollten dann jetzt etwa 50. Nee, Moment. Nein, das sind so. So. Genau. Jetzt sollte es klappen. Natürlich waren es 90.500. Das war natürlich ein Fehler. Also, jetzt haben wir es hier. Da ist die Oberfläche. Und ja, die ist schon sehr stark hügelig, wie man sehen kann. Also es könnte teilweise schwer werden, hier überhaupt drauf zu landen. Finde ich gut. Ja, gefällt mir. Ist sehr, sehr kraterreich. Es muss ja auch irgendwie eine Challenge geben, hier drauf zu landen. Die Schatten sind tatsächlich immer noch ein bisschen stark. Ihr seht das auf der linken Seite von den Hügeln. Ist es sehr hell. Auf der rechten Seite wird es sehr dunkel. Vielleicht kann man da noch was ändern. Also es muss ja nicht unbedingt Shadow Intensity sein. Man könnte auch hier Shadow Height ein bisschen runtersetzen. Vielleicht wirkt das dann auch nicht mehr so stark. Okay, wir sind einfach auf der Oberfläche von Aridos gelandet. Ja, es sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich würde es so lassen, ja. Also ihr seht hoffentlich, Planet Editing muss nicht unbedingt schwer sein. Ich meine, man kann das ganz schnell hinkritzeln und dann hat man schon einen Mond. Ja, war auf jeden Fall eine etwas kürzere Episode, damit ich meine Stimme ein bisschen schonen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.